Herzlich willkommen bei Sinneswiss. Neuer Tag, neues Glück, neue Woche, eine neue Rückblickfolge. Und zwar die 50. Rückblickfolge. Yes. Leck du mir. Und vor allem mit einem sehr leisigen Start. Ich hoffe, es ist jetzt niemand auf die Idee gekommen. Oh, ich habe es leisig eingestellt, jetzt Leute dreht. Ich bin einfach irgendwie. Wahrscheinlich bin ich auf das Schelter gekommen. Sorry. Nein, wirklich. Oh je. Ich hoffe, es ist okay jetzt. Ja, so viel zum Thema. Das war unser Alex. Der Hill ist auch dabei. Ja, ich bin da. Ja, ich bin der Spike. Ich führe euch heute mal wieder durch eine Rückblick-Tour. Versuche mich noch daran zu erinnern, aber es wird schwierig. Willst du durchführen als eine Vier? Was? Nein. Ja, fang nicht schon so an. Ah, Hill. Ich hatte eigentlich los zu Führerwitz jetzt mal Lust, aber das ist doch lieber das nächste Mal. Komm, mach schnell weiter, Spike. In 10 Sekunden. Das ganze schnell, Niveau auf den Abend schauen. Oje, oje, oje. Okay. Hey, gerade mal zuerst so ein paar Sachen. Es war ja wieder eine sehr ereignisreiche Woche. Diese Woche jetzt wird auch sehr ereignisreich. Es war das Kultattack. Wie wir bereits mit der Tanja und dem Fippo darüber geredet haben in einer Folge von uns. 80 Jahre Quiz. Genau. Unbedingt reinhören. Ja, absolut. Hey, jetzt ist das Kultattack. Der Alex hat sich wieder mal fürs Team geopfert. Er war die ganze Zeit dort. Ach, so bin ich. Ja. Nicht die ganze Zeit. Ja, dafür bin ich dann dort. Samstagnachmittag. Ja. Ja, also hast du schon können sagen, dass du nicht mit mir ins Kino willst. Das ist richtig. Ja, ist gut. Komm, fangen wir doch mit dem an. Also komm, erster Eindruck, Kultattack. Wie hast du es gefunden, Alex? Hey, also für die, die ich nicht mitbekommen haben, schon ein Festival 4 Tage lang im Queenies Kino gesehen, in Bern. Gerade direkt am Bahnhof. Yes. Herrliche Lage. Und ganz ein tolles Kino auch. Mhm. Ziemlich gross, es hat irgendwie über 300 Plätze. Und ja, 4 Tage lang wirklich 20 Filme und wirklich so wirklich Klassiker von den 80er Jahren. Und also das erste Mal gemacht, das ist ja die Kult-Movie-Gang. Wir haben sonst immer die Best and Worst Nights gemacht, oder? Schon länger in Bern, seit 15, glaube ich. Und mittlerweile auch in anderen Städten unterwegs sind. Und hey, ich habe es großartig gefunden. Ich habe es wirklich, wirklich cool organisiert gefunden, cool kuratiert. Es ist, das dürfen wir glaube ich schon sagen, ich glaube, da sind sie auch nicht böse. Es ist natürlich auch eine Art und Weise, wenn man es das erste Mal macht. Es ist natürlich ein Hitschlampen-Festival gewesen. Mhm, klar. Also sind wirklich halt wirklich sehr viele Filme. Wo, also ich habe ein kleines Problem, von diesen 20 Filmen habe ich genau einen nicht gesehen. Mhm. Das ist halt schon mal so ein bisschen oi, oi, oder? Aber gleich macht es eine Laune. Okay. Vor allem den einen Film, den ich nicht gesehen habe, den habe ich dann ultra scheiße gefunden. Da habe ich wirklich Pech gehabt. Welchen hast du denn nicht gesehen? Totoro, mein Nachbar Totoro. Ah, da habe sogar ich mal irgendwann gesehen. Studio Ghibli-Film und leck, ist der mir auf den Sack gegangen. Er ist am Sonntagmorgen gelaufen. Also unerträglich, die Go-Filme rumschreien. Vor allem einfach, weißt du, schlussendlich, ich weiss, ich schaue gerne Trash-Sachen und so, aber irgendwie eine Geschichte hätte ich schon noch gerne. Und das hat der Film nicht. Er hat einfach null Geschichte. Ja, null. Das ist ja so. 0,0 und das ist mir so auf den Keks gegangen. Aber nachher ist gerade unendlich Geschichte gekommen, alles fein. Nein, hey, ich habe es absolut grossartig gefunden. Es ist auch. Es hat auch schon gerade für das erste Mal. Klar, mein Cult Movie Gang ist natürlich auch eine feste Größe in Bern. Es hat wirklich schöne Leute gehabt. Vor allem bei gewissen Filmen war es richtig voll gesehen. Absolut, ja. Und auch das ganze Programm drumherum. Sie haben ja das ganze Kino haben sie wirklich 80s-Style eingerichtet, 80 Jahre Musik und so. Überall VHS-Kassetten rum. Die haben einen Merch-Stand, der einfach nur geil war. Tombola mit sackstarken Preisen drin. Das hat richtig Freude gemacht. Ja. Nein, das war wirklich großartig. Ich auch. Das eine von diesen Utensilien, das habe ich gekauft für unser Studio. Sie haben so eine nicht eine Jazzkarte, wie nennt man das? Quartettkarte. Quartett, genau. Ein Quartett gemacht mit all diesen Figuren. Aus den Filmen, die sie jetzt das Jahr gezeigt haben. Also, da sind wirklich so Leute wie der Foucault, der Predator, der Rocky ist dabei und so weiter und so fort. Das sind einfach alle. Ja. Und immer so mit Sexappeal und Hairstyle und bla bla bla. Es ist sau. Ja. Also wahnsinnig aufwendig. Größter Respekt davon. Ist wirklich, wirklich cool. Ja, das ist mega geil. Und ja, es sind halt einfach auch tolle Leute, oder? Die machen davon und das merkst du. Und da ist wirklich viel Herzblut drin. Und die Stimmung ist durchgehend positiv gesehen. Hey, ja, ich habe es wirklich großartig gefunden. Ja, und halt auch ganz, ganz viele Leute dort, die man auch schon am Bruckgau gesehen hat. Also, ich habe schon vom einen oder anderen gehört, so, für mich ist jetzt das eigentlich gesetzt. Meine Ferien bestehen jetzt von jetzt an immer daraus Bruckgau, Kultattack und NIF. Es gibt wirklich so Leute, die das auch gemacht haben. Ah, schön, das sind auch schöne Ferien. Ja, und Kultattack, es nimmt mich auch wunder, wie das nächste Jahr dann wird sein, oder? Weil sie haben ja schon so. Immer wieder zwischen den Zeilen durchblicken lassen, dass eventuell nächstes Jahr 90 Jahre dran sind.
Mhm. Was, was ich ultra cool fand. Absolut. Genau. Ich hoffe einfach, da habe ich mehr Glück mit dem Film. Also weißt du, mit in Anführungszeichen Premiere für mich. Aber hey, fuck, ich habe Akte Kanone wieder im Kino können sehen, ich habe Chucky gesehen, ich habe The Predator gesehen, Rocky 4, es ist doch ein Traum. Ja. Und so, beim Abschlussfilm, bei Dirty Dancing, da bin ich nicht mehr rumgesehen. Die letzten zwei Filme, okay, die habe ich rausgelassen, weil ich einfach gesagt habe, ja, okay, also ein bisschen Sonntag brauche ich auch noch. Und es ist tatsächlich nicht so erholsam gewesen, wie ich gedacht habe. dank der ein oder anderen Flasche Wein und allem Möglichen. Also, haben ja vor Ort übernachtet, aber die haben dann noch Karaoke gemacht, sie haben noch «Time of my life» zum Kinosaal gesungen, also wirklich richtig coole Idee. Es hat mich so angeschissen, dass ich das verpasst habe. Das hätte ich hure gerne erlebt. Du kannst es jetzt singen, wenn du willst. Hey, ich habe das schon eine Woche vorher im Karaoke gesungen, jetzt reicht es. Ja, dann bist du schon warm. Weiss nicht, Hill, sind wir so in Zeitdruck? Er darf jetzt schon schnell die vier Minuten, die der Song gut singen, oder? Nein. Stage is yours, ne? Nein. Ich habe keine Zeit für das. Verständlich sind wir im Kopf. Hey, ich war am Samstagnachmittag dort. Für mich auch alles Top-Film. Pink Floyd, The Wall, habe ich noch nie gesehen. Und jetzt gerade zum ersten Mal im Kino. Ja. Was perfekt ist, dass sie den um 23:45 gezeigt haben, weil später magst du dich nicht mehr konzentrieren bei dem. Weil das ist ja schon ziemlich schwere Kost. Ja. Aber wenn musikalisch, also Oberbombe und irgendwie auch wirklich das Meisterwerk cineastisch. Vielleicht den Soundtrack geht man auch nicht aus dem Grind raus. Oh je, du Arme. Nein, es ist weg da an, dann schon los. Ich krieg's nicht mehr weg. Ja gut, wenn du selber anstellst, bist du selber. Ich kann nicht wohl im Moment. Frag mich nicht, wieso. Es ist einfach irgendwie eingefahren. Oh je, ich sehe es schon. Spike kündigt seinen Job, wird Stahlarbeiter und nebenbei Exotic-Dancer. Ja, auch für das kann man im Buch. Ich weiss noch nicht, was ich dann hauptberuflich will machen. Mal schauen. Ja. Ey, ganz ehrlich, ich weiss auch nicht, welche Ausgangslage besser ist für dich. Das eine, deine Gnüsse am Arsch. Und das andere, ja. Also, gut, vermutlich, wenn ich mich schon auf Flashdance beziehe, dann hätte ich vermutlich mehr Chancen, wenn ich so mache wie der eine Kollege von der Hauptdarstellerin und Koch wird und nebenbei Stand-Up-Comedian. Weil der ist auch so klein wie ich und der hat immer Hut. Also vermutlich. Ich glaube, aus Versehen, also nicht gespoilert, aber ich glaube, ein paar Jungs vor allem auch an dem Festival haben ein bisschen die Freude an diesem Film genommen. Ich so, oh, Flashdance, ist geil und so. Und ich so, ja, aber ihr wisst ja schon, oder? Ich meine, ein Großteil von diesen Tanzaufnahmen, oder? Das ist ein Dude, der dort rumspringt. Das war ein Typ, der das gemacht hat. Und wenn man nach dem stoppt, siehst du auch die Gurke vorne raus. Ganz klar. Das hat ja Tanja in der Introduction hat sie das vorher auch schon erklärt. Ja, ja, okay. Das scheint sogar vier verschiedene Männer gewesen. Ja, ja. Ich habe das irgendwie so halt am ersten Tag, am zweiten so schon erzählt. Oder? Dann hast du so gesehen, bei ganz vielen so, ah. Ich war gerade so ein bisschen vorher weg. Ja. Was ist die Highlight gesehen vom Tag? Hey. Schwierig zu sagen, weil eben The Wall habe ich zum ersten Mal gesehen, den kann ich aber nicht ganz als Highlight nennen, weil er halt schon sehr schwer Kost ist. Ja. Soundtrack-mäßig irgendwie schon Flashdance, weil er so mega eingefahren ist. Mhm. Aber Back to the Future 1 ist natürlich schon sensationell gewesen. Ja. Und ja. Hill, du glaubst es nicht. Der Alex ist nur noch neben mir gesessen und nur noch so, perfekter Schnitt, richtig gut gedreht, auch das stimmt. So, ja. Jungs, ihr habt eigentlich recht. Ich muss meine Bewertung ändern. Ich habe die Bewertung aufgesetzt. Ja, nein, es ist einfach ein perfekter Film. Ja. Was will ich denn noch drumherum diskutieren? Habe ich aber einen schönen Moment gefunden. Ja, nein, habe ich müssen erwähnen. Ja. Ja. Hey, ich glaube wirklich, mein persönlicher Favorit ist tatsächlich, und ich meine eben unendliche Geschichte, ich habe mich noch mega drauf gefreut, aber habe ich auch schon im Kino gesehen. Weil ich aber noch nicht im Kino gesehen und hat wirklich so einen kleinen Lieblingsfilm. Sag ich mal, ja, ich sag mal, wahrscheinlich in der Top 20, 30 wäre sicher. Den ist einfach Labyrinth, oder? Das hat mich auch angeschissen, dass ich den nicht gesehen habe. Frank Oz und natürlich David Bowie, Jennifer Connelly und so. Hey, und das ist einfach... Hey, und die Stimmung ist super gut gewesen, weil ich habe ein bisschen Angst. Ich habe noch irgendwie... sind ja auch unsere Kollegen vom Filmarchiv, Liefi Gries, sind ja auch dort gesehen. Und ich habe gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass der dir nicht so wird gefallen und so. Aber ich war auch völlig begeistert davon. Das ist einfach unheimlich witzig. Ich liebe einfach alles, was mit so Puppen zu tun hat. Das werden wir später wahrscheinlich auch nochmal besprechen. Eventuell schon, ja. Aber alles in allem, großartig gemacht. Hut ab, Cult Movie Gang. Einmal mehr ein riesen Event. Vielen Dank. Nein, da kann man absolut nichts sagen. Weißt, es gibt schon, ich gebe euch ein, zwei kleine Sachen, die man könnte ein bisschen anschauen. Aber das ist jetzt, weißt, ich will jetzt nicht kritisieren. Also, und es ist wirklich kritisieren auf ganz hohem Level. Also für das erste Mal ist das Sauer-Festival. Natürlich, also auch natürlich. Von der Organisation und allem. Ja.
Ja, und ich denke, gewisse Sachen können sie auch nicht dafür. Weißt du, das ist einfach so ein bisschen. Da sind wir, bin ich vielleicht einfach ein bisschen verwöhnt. Ja. Mhm. Also, okay. Also, wenn ich es gleich. Also, was ich sehe, ist, ich finde es so ein bisschen kulinarisch, hätte es vielleicht schlicht noch die ein oder andere Option auch im Kino können geben. Mhm. Weil du hast gemerkt, sie haben ja, was sie gemacht haben, sie haben ja rechte Pausen zwischen den Filmen gemacht, genau. Was ich recht cool gefunden habe. Habe ich auch super gefunden. Aber es ist halt oftmals einfach gerade ein bisschen zu knapp gewesen, um in eine Beiz zu gehen. Außer halt in die Sponsorarbeit, die gerade oben dran war, das hat gelangt. Nebendran ist die. Ja, jetzt der Gala. Der Gala, der Gala. Ja. Ja. Da fühlt es eigentlich nach, aber immer wieder schön. Ja. Ja, aber auch dort ist es knapp geworden. Im Fall. Weißt du, so in einer halben Stunde, drei Viertel, weißt, in ein Restaurant gehen und vielleicht in eine rauchen und dann bestellen. Und jetzt, das ist nicht immer so einfach. Und dann, und weißt du, das ist ja die lange Pause, oder? Das ist ja zum Beispiel jetzt, weißt du, Vergleich oder Brucko hat es immer gesagt, hey, mit längere Pause machen. Das selber, weißt du, so ein bisschen der Umgang, weißt du, man kann mit nachher reden und bla bla. Ja. Glauben Sie mal, das ganze Festival, immer wenn ein Film fertig ist, das ist leer gewesen, das Kino. Die sind alle in irgendwelche Richtungen abgedampft. Ja. Ich weiß nicht, ob das, also weißt du, so für und so weiter, muss ich da sagen, oder? Für mich spannend gewesen, zum beobachten. Ich bin zwar die meiste Zeit in der Pause einfach da oben gesehen und habe dann immer mit irgendwelchen Leuten gequatscht. Ja, aber es sind eben noch drei Leute gesehen, weißt du? Anstatt irgendwie 60, 70 oder so, die vielleicht im Saal gesehen sind. Ja gut, nein, so viel sind es nicht immer gesehen, aber egal. Aber hey, das ist eben... Das oder das andere, was ich gefunden habe, so zum Teil, ich habe Bildqualität bei gewissen Filmen habe ich nicht so prickelnd gefunden. Aber da kannst du natürlich auch nicht viel dafür. Das sind halt die Versionen, die man bekommt, oder? Aber das ist halt, das ist gerne, das ist halt nur 80-Jahre-Film, das ist halt auch nicht nur einfach, oder? Das ist ja nicht immer, nicht für jeden Film irgendwie UHD-Varianten oder so. Und jetzt halt auf einer Leinwand, aber es ist nicht immer gleich gut. Genau, halt. Aber hey, ganz ehrlich, das ist, stört eigentlich nicht. Das passt ja eigentlich auch zum 80-Jahr-Charme. Irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also, klar. Und eben gerade bei diesen Filmen. Ja. Und saumäßig laut ist zum Teil eingestellt gewesen, das Kino. Ich liebe das. Aber ich habe ein paar Leute gehört, die gesagt haben, das hätte man schon fast den Kopf wegblasen. Aber ich habe es geil gefunden. Bei gewissen, ja, schon. Also, ich glaube, Back to the Future war auch eher laut gewesen, aber Back to the Future will ich gar nicht leise hören. Also. Ich habe eh gerne laut. Also, für mich ist das nicht so das Ding. Aber ich habe einfach so andere Leute gehört und gesagt, so, hey, ist ja kein Laut da drin. So, ja, hört doch mal auf, rumjammern. Und dann, nein, also alles in allem einfach wirklich grossartig. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Voll. Apropos das nächste Mal. Mhm. Diese Woche haben wir ja auch gerade wieder ein Event, wo wir ja alle gehen. Yes! Serious Sports Entertainment. Mal wieder eine Wrestling-Show hier in Basel im Grand Casino. Organisiert von der Jessie Gabbert, die schon beim letzten Mal gemacht hat. Das ist ja ihre Promotion, kann man sagen. Und das wird wieder ein riesen Gaudi. Das wird grossartig. Ja. Prison Brawl hey, im Grand Casino Basel. Nebenan ist wirklich eine coole Location. Ich habe ein paar coole Leute rum. Also für die Wrestling-Fans, Takan Aslan, Michelle Green, Krampus, Drake Destroy und. Dann hat es noch ein paar Promis immer rum. Vor allem eher im Trash-Segment, sag ich mal. Aber es wird super. Ja, diesmal werden es ja die Wollersheims sein. Hey, grossartig. Super. Ich freue mich drauf. Hey, das wird ja doch ein super Foto von uns. Ja. Es sind 5 Kämpfe und noch Live-Musik dazwischen und alles Mögliche. Und also, es ist wirklich saumäßig cool. Also unbedingt, wenn ihr irgendwie Lust habt, mit uns einen coolen Abend zu bringen, kommt. Es wird wirklich toll. Es hat noch genug Tickets, haben wir sagen lassen. Absolut. Und ganz ehrlich, was willst du machen am Samstag oben? Was gibt es Schöneres? Und viele, weißt du, vielleicht auch jetzt sagen, ja, aber Wrestling ist noch nicht so mein Ding. Zieh jetzt einfach mal live hin, das ja, ist ganz was anderes. Vor allem, es ist nicht nur Wrestling, es ist eben Wrestling mit Theater. In dem Moment gerade noch speziell, noch ein bisschen mehr als sonst. Richtig. Ja. Und noch wieder ganz wichtiger Tipp, wie beim letzten Mal, das haben wir dort ein bisschen blöd müssen feststellen, man kann dort unten nicht mit Karten zahlen, nehmen genug Bargeld. Yes. Weil sonst werden wir nicht betrunken dort unten. Korrekt. Und das wollen wir ja. Was, yes, sir. Würde uns freuen, wenn wir auch dort sind. Wir werden ab der Türöffnung dort rumhampeln. Ja. Was leider, glaube ich, nicht wird dort sein, aber das wird zum Betrunken werden passen. Das passende Bier, wo wir natürlich immer das Richtige haben. Hill. Absolut. Du darfst wieder einmal, komm. Lob und Lei an eigenen Arbeitgeber. Du, was ja, trinken wir am? Natürlich Juli-Bier. Wir sind gerade mit einem Referenz dran, jetzt ein Fläschchen, wir haben eine Dose, aber wir haben eigentlich alle Sorten. Am besten, man geht irgendwo in die Fischerstube oder in die Braubahn und schaut mal das Sortiment an. Oder sonst halt in, sagen wir mal, Kobe etc. gibt es das auch. Gönnt sich eins, auch wenn es regnet, ist kein Problem. Man kann dann schön ein Juli-Bier genießen. Ich wüsste nicht, wenn man es nicht kann, außer vielleicht auf der Autobahn. Wenn du nicht fährst, dann. Du kannst sogar, wenn du fährst, das ist nicht verboten, du darfst noch nicht voll sein. Ja. Aber mach es nicht. Man trinkt dann auch zum Genuss. Ist ja keine kranken Alkoholiker. Was?
halte ich sowieso für das Gerüchte. Hör mal, kaufe ich zum Wohl übrigens. Ich nehme mit. Gut, also. Hey, und bevor wir jetzt in den Film kommen, können wir endlich das Wichtigste machen, weil treue Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass ja ich liebe Geschenke. Ja, mhm. Und ihr glaubt es nicht, wir bekommen ja immer wieder tolles Feedback von euch. Übrigens, gerne noch mehr. Schreibt uns, meldet unbedingt euch. Soziale Medien etc. Und bringt uns auch Ideen. Wir haben wieder ganz viele tolle Ideen von der letzten Wochenendfrage bekommen. Und da haben wir da einiges notiert oder schon einiges, was wir planen wollen. Weil wir wirklich finden, hey, das ist eine gute Idee, das machen wir. Und jetzt hat doch tatsächlich ein treuer Zuhörer von uns, Lukas, liebe Grüße an dieser Stelle, hat uns geschrieben und gesagt, hey, ich finde es so cool, was ihr macht und ich will euch einfach eine kleine Freude machen. Hast du mir eine Adresse? Ich schicke euch ein Geschenkli-Päckli. Total crazy. Und da sind wir noch durch und wir haben gefunden, hey, wenn wir schon mal ein Geschenkli-Päckli bekommen, dann machen wir das live auf der Folge, damit ihr live unsere Reaktion habt. Also wir haben keine Ahnung, was drin ist. Ich habe einen Briefkasten, oder? Ich nicht gewusst. Das war einfach auch ein Trick. Jetzt hat er meine private Adresse. Ich weiß nicht, was er vorhat. Ui, ui. Oh, oh. Okay, also. Mach mal auf. Ich mache auf. Schnell. Wir haben keine Ahnung, was es ist. Schenkli. Es ist schön eingepackt. Oh je. Plastik. Cool. Das Ding. Das Erste? Was ist das? Kleber. Fuck the Mainstream. Finde ich schon mal gut. Das passt. Ja, absolut. Was haben wir da? Eine Karte. Ja, die lese ich jetzt glaube nicht vor. Oder? Was soll ich? Ja, ist ein bisschen viel Text. Komm, das ist wirklich ein bisschen zu privat. Ja, ja, eben, genau. Das, vor allem nicht, wenn wir es nicht vorher schon gelesen haben. Genau. Was haben wir da? Nochmal Kleber, ganz was viel ist drauf? Kleber. Cinemas. Underbelly. Oh. Das passt da auch. Moment. Ist das ein Blu-ray? Das ist ein Blu-ray. Von? Was ist das? Ja, Moment. Ist du eine Karte anschauen? Weißt du, wie das steht? Da. Der Tiger, Legende einer Jagd. Okay, sogar noch jeweils mit etwas dazu geschrieben auf der Karte, aber eben das lohne ich jetzt aus. Dann haben wir noch einmal eine Blu-ray. Veganer schmecken besser. Erst killen, dann geil, grillen. Das habe ich immer noch nicht gesehen. Ja, ja, das war, das war letztes Jahr fast schon zu Bruch gekommen, aber dann hat es uns, glaube ich, Sniff weggeschnappt. Hm. Doch, der erste Teil von der Karte kann ich zwar vorlesen, es hat alles ein Motto, also der erste. Der Tiger da ist Alexa, zeig mir was mit Tieren. Oh, ja. Dann beim zweiten eben, Veganer schmecken besser, ist Netflix and Chill, also Chill. Ja, oh jetzt bin ich gespannt, was da noch als nächstes kommt. Oh, Jack Ketchum's The Lost. Von dem habe ich immer noch gehört, aber den habe ich noch nie gesehen. Noch nie gehört. Mama, okay, dazu ist das Motto, mit Spikes tut es noch mehr weh. Finde ich gut. Was ist das? Herrlich! Fantastisch! Bombe! Uncut! Uiui! Habe ich Angst. Das geht ja sogar noch weiter. Sag mal, Teenage Serial Killer. Hey, das sind ja noch etwa 5 Filme. Was geht hey, da? Warte mal, was haben wir da? Motto: Männerabend mit dicken Titten nach dickeren und natürlich literweise Blut. Ja. Finde ich stark. Was haben wir da? Das sind mehrere Filme, die zu diesem Thema passen. Catsick Blues sagt man gar nicht. Oh doch. Dann. Was? Meinst du, muss ich auseinandernehmen? Das kann ich nicht lesen. Oi. Ich mach mich da wieder. Es ist wichtig, alle, die es zuhören, mitschreiben, nicht, dass wir uns die gleichen Sachen schenken. Hi 8. Hi 8. Von dem habe ich auch schon gehört. Hi? Ja. Hi 8. Also wie das Videoformat. Wie dann geil. Noch Someone Knocking at the Door. Sagt man jetzt auch gerade. Sieht spannend aus. Oh, hey, Limited Edition. Finde ich hure geil. Hey, shit. Lukas, merci für sie. Hey, mal. Grandios. Der Burner. Und hey, ich kann gleich aus der Karte vorlesen, es ist so herzig, nur der Anfang. Hallo Sinneswiss, ihr seid ohne Witz für einen großen Teil meiner guten Laune dieses Jahr verantwortlich. Sei es wegen den unterhaltsamen und immer pünktlichen Podcast-Episoden, den Hinweisen auf all die tollen Veranstaltungen oder dem tatsächlichen Kennenlernen beim Bruckgau. Als kleines Dankeschön hier ein paar Goodies. Ich hoffe, ihr habt die Filme noch nicht gesehen. Ich glaube, das trifft bei allen zu. Ja. Kein einziger davon gesehen. Ja. Und dass vielleicht sogar etwas Passendes für euch dabei ist. Viel Spaß damit und liebe Grüße aus Bern, Lukas. Vielen herzlichen Dank, Lukas. Ja, mega, mega, mega geil. Cool. Hey, und liebe Zuhörer, da hört es mal wieder, Pünktlichkeit lohnt sich. Mhm. Einfach bald mal vergessen. Und Regelmäßigkeit.
Aber wo pünktlich. Wir sind fast bei 20 Minuten. Fangen wir an, pünktlich mit den Filmen und Serien, die wir diese Woche gesehen haben. Ja. Eben Kino können wir, glaube ich, schon abhaken. Das ist noch praktisch. Kino haben wir gehabt, Cult Attack ist. Also, ihr seid auch nicht etwas anderes noch schauen. Aber Cult Attack Nein. Ja. Ja, sonst wäre ich mehr als nur einen Tag ins Cult Attack gekommen. Ja. Logischerweise. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt, aber ja. Okay. Der Alex hat natürlich wieder die meisten Filme geschaut. Der eine können wir, glaube ich, relativ schnell abhöckeln. Du hast, nehme ich jetzt mal an, als Vorbereitung auf das Cult Attack Mad Max 1 geschaut, weil sie Mad Max 2 gebracht haben. Das ist korrekt, ja. Ja. Jo, hey. Und ich weiss noch, hast nicht du gesagt, Mad Max 2 ist dein Lieblingsteil? Ist er. Wird er ja immer bleiben. Ist okay. Der einzige wirklich Endzeitfilm von denen, aber lassen wir das Thema. Hey, das finde ich mega cool, dass du das so sagst. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mit Abstand der schlechteste Mad Max, den ich je gesehen habe. Nein, ich habe schon einmal gesehen, der 2. Aber ich habe da auch viel besser in Erinnerung. Aber das ist ein Film gesehen am Cult Attack. Also, coole Wahl, aber für mich gar nicht. Der war so schlecht gesehen. Eine wirklich absolut dummbatzige Story. Es hat überhaupt keinen Drive gehabt. Repetitiv, scheiße geschnitten. Eigentlich all das, was ich am ersten Teil zum Beispiel cool finde, oder am dritten, oder an Fury Road, hat er einfach nicht gehabt. Ich habe das so schlecht gefunden. Aber Mad Max 1, da merkt man halt wirklich kein Geld rum, das ist ganz klar. Ja. Aber ich finde ihn immer noch, mir hat er wirklich viel, viel, viel besser unterhalten als Teil 2. Okay. Ich habe wirklich meinen Spass gehabt damit. Ich finde, es wird halt nicht so viel erklärt oder gemacht. Es ist wirklich ein paar, für mich wirklich beeindruckend inszenierte Szenen. Auch gute Effekte hat es immer wieder gehabt. Mhm. Und ja, eben, vielleicht ein bisschen einlullend. Weißt du, es ist halt so ein bisschen, so, weißt du, so Sonntagnachmittag, und du schaust einfach etwas, weißt du, so ein bisschen für dich, wo einfach so viel gut hat. Und so. Mhm. Auch wenn dann natürlich schon gemeuchelt und gemordet wird, aber ja, es hat halt gleich so eine einlullende Wirkung. Mhm. Das hat mir gut gefallen bei Mad Max und ja. Demnächst würde ich sicher mal Donnerkuppel nochmal schauen. Ja. Aber ja. Aber eben das 2 leider hat mir gar nicht gefallen. Okay. Ja, finde ich halt auch vor allem von den Kostümen her und vom wirklichen Endzeitgedanken. Kostüm, halt, ja, du schaust einfach gerne auf den einen, der mit dem Tango im Moment läuft. Ja. Also es ist schon ein bisschen ein Fetischfilm. Also, Kübel auf dem ja, weil also welcher Einzeitfilm ist kein Fetischfilm? Ja, aber ganz ehrlich, also bei Mad Max 2 also sind ganz viele Leute haben plötzlich gemerkt, oh shit, das ist schon meine Sexualität. Was schön ist, aber wow. Nein, das ist schon amigiert, so in diesem Stil. Okay, gut. Der Hill hat tatsächlich auch noch ein, zwei Filme geschaut. Ja, kommt auch vor. Kommt vor. Crater hast du geschaut, ich glaube ganz... Crater? Ja, das ist glaube ich am 12. rausgekommen, meinte ich. Disney. Krater. Okay. C. Ja, ist ja gekommen von Age-Abenteuer. Also mit jungen Kindern. Ja, alte habe ich noch nie gesehen. Ja, ja. Ja, gut, ich schon aber. Oh, okay. Gut. Mein glaube uns. Oh. Ja. Punkt für dich. Nein, ja, es ist so ein bisschen im Sci-Fi-Genre. Also es geht um Kinder, die eigentlich vom Mond sind. Und vom einen stirbt der Vater. Das gibt jetzt also Programme, das sind also Minenarbeiter, die Eltern. Und er hat dann eigentlich seinem Sohn so gesagt: so, ja, ich glaube, seine Mutter ist auch schon gestorben. Und dann so: ja, er soll einen Roadtrip machen zum Krater. Mhm. Das ist eigentlich so dann die Geschichte. Und ja, er hat Gags drin, weil ja, Kinder, die auf dem Mond sagen wir mal, gross geworden sind, da gibt es ja keine Straße, also die wissen mal, was ein Roadtrip ist. Und spielt es halt so ein bisschen mit dem ganzen Gags und so. Also klar, es ist, wie gesagt, der Coming Age, also ein bisschen, ja, gut, sind es Emotionelle rein, aber im Endeffekt ist das Problem, und ich auch bei dem Film dann hatte, dass so der Sci-Fi-Touch nicht so mit dem ganzen Thema ein bisschen zusammenpasst für mich. Das ist irgendwie so, auch schon, wenn du sag mal, so einen Film hast, wo irgendwie sag mal, so ein, irgendwo in Amerika auf dem Land spielt, dann siehst du irgendwie schon sein Kind, kommt es in so eine Baracke, das andere vielleicht ein schönes Haus oder so. Und dann hast du schon Charaktere, die du irgendwie schon einordnen kannst, wie sind sie aufgewachsen, was Verhältnis oder Dramaturgie geht und ein bisschen. Kommt ein bisschen mehr über, dann auch wie sie spielen und so, halt so das kennst du halt. Und bei so einem Sci-Fi, da ist immer so ein Problem, da kannst du das schlecht einschätzen, eigentlich gar nicht wirklich. Und so, dann der Fall also auch der Hintergrund der Charaktere für mich. Also da, und es ist alles ein bisschen so nicht übergekommen.
Aber ich weiß genau, warum du den geschaut hast. Du hast einfach WLW wieder zum Lachen bringen. Das ist wieder Namen in diesem Cast, da kann ich einfach nicht mehr. Ich will dir mal ein paar vorlesen, wenn ich darf. Ja, mach. Der Orson Hong von Noisia. Mhm. Da kommt der Carson Mini-Ear. Da gibt es einen Bub, der heißt Hero Hunter. Mhm. Ja. Da gibt es Michael Papa John. Ja, den finde ich auch. Und der Matthew Rimmo. Also Rimmo. Also Entschuldigung, das hast du doch extra gemacht. Du tust einfach nur. Oder? Du suchst doch einfach extra Filme raus, wo ich den Namen kann schauen kann. Ich kann nicht, was es soll sein. Und dann einfach mal sagen, du verarschst mich. Nee, yeah, also eigentlich der Einzige, den ich kenne, ist Billy Barrett. Gesehen. Den habe ich auch gesehen bei Invasion, bei Apple TV. Ja. Schon gesehen. Oh. Ja, gut, der Kid Cudi kennt man schon auch noch. Ja, McKenna Grace. Die Hauptdarstellerin vom neuesten Ghostbusters. Ah, das ist sie. Yeah. Die ist super gesehen. Ja, yeah, ist so. Die ist immer super. Die ist auch in Young Sheldon super. Ja. Aber eben, der Film ist nicht so. Hör ich raus. Nein, also. Klingt irgendwie so, ja. Ich meine, es ist ein gutes Ding, 53 Millionen Budget. Ist also gut gemacht, ist ja gut. Aber es ist wirklich für mich, es ist. Was denn? Gut gemacht ist schon gut. Gut gemacht ist schon gut. Okay. Nein, sorry, aber bei einem Sci-Fi ist immer das Meiste. Kann ich Dave für ein neues Shirt? Es ist ein Problem. Wie wäre das eigentlich? Machen wir endlich mal Sinneswiss-Shirts. Weißt du, ja, einfach vorne Sinneswiss-Logo und hinten drauf steht, sagt mal etwas. Das wäre so gut, das wäre so passend. Lass uns darüber nachdenken. Also ist gut. Ist notiert. Ja. Nein, ich finde, das Problem, das ist generell bei einem Sci-Fi-Film, das meiste vom Budget geht eigentlich drauf zum Sets-Designen. Im besten Fall, oft, ja. Und oft. Und dann bleibt halt wenig Geld noch für den Rest. Und so, und ja, also. Ist gut gemacht, aber wie gesagt, so für die Art von Film ist jetzt für mich nicht übergekommen. Okay. Ich habe vielleicht keine Chance, aber kein Creator. Okay. Ja, gut, dann. Den halt nicht. Back for Creator. Also, dann habe ich auch mal noch den einen oder anderen Film geschaut, die Woche tatsächlich. Jetzt. Und zwar habe ich zum ersten Mal War Dogs geschaut, aus dem Jahr 2016. Eine wahre Geschichte über zwei junge Männer, die ins Waffengeschäft einsteigen wollen. Und an die Regierung von den USA in Kriegsgebieten die Waffen liefern. In der Hauptrolle haben wir Jonah Hill und Miles Teller. Cool. Was ja schon mal grundsätzlich gut tönt. Und auch eins der für mich doch fast präsentesten Memes oder Reels, besser gesagt, in den letzten Jahren, ist auch aus diesem Film. So, wo ein paar schwarze Gangsters noch einmal umsehen und dann finden so, ja, kriegst du nichts von mir, die Knarre zeigen und du. Damals noch ziemlich dicke Jonah Hill geht mal schnell zu seinem Koffer rum und kommt mit der MP führen und ballert in der Gegend rum. So gibt es das Real so, wenn du darauf schissest, wie stark der Ex ist von deiner jetzigen. So. Das ist aus diesem Film. Und hey, der Film ist tatsächlich extrem unterhaltsam. Also gut gespielt, spannend inszeniert, hat auch wirklich der ein oder andere recht coole Schnitt. Sie spielen ja auch mit Erzählerstimmen spielen. Also vor allem der Miles Teller übernimmt das. Ja. Und also er hat natürlich klar ein bisschen den Vibe von Lord of War. Nick Cage und Jared Leto. Einfach halt amerikanisch quasi. Ist ja das ähnliche Business, aber sehr viele Parallelen. Und ich muss ja sagen, wenn einem Lord of War gefallen hat, man aber vielleicht eine Variante möchte, die nicht ganz so düster ist, War Dogs schauen. Weil okay. er hat doch auch den einen oder anderen Moment, der richtig lustig ist. Ja, also ich bin ziemlich gut unterhalten gewesen. Demher, ja. Das ist ja ein Todd Phillips Film. Also weißt du, der, der Joker gemacht hat und halt Hangover-Film? Ah, da ist der Bradley Cooper dabei. Yes, wahrscheinlich. Ja. Oh, Oldschool hat er ja auch gemacht. Und Starsky & Hutch. Und Roadtrip. Ja, der ist umtriebig, der Mann. Ja, sag's nicht. Ja. Cool. Ey, guter Tipp, ja, weil ich habe noch nie gehört von diesem Film. Gehört eben schon, aber ich bin irgendwie auch nicht drauf gestorben. Der ist jetzt irgendwie gerade frisch auf Amazon Prime drauf. Ja. Und bin drüber gestolpert von der komm. So. Machen wir mal. So. Wieso nicht? Ja. Jo, so viel zum Thema War Dogs. Dann hat natürlich unser Alex noch mehr Film geschaut. Was haben wir da? Daisies. Oi, oi. Was ist Daisies? Schwierig.
Das ist gut. Das ist eine gute Ausgangslage. Hey, Daisies ist ein Film von 1966. Eine tschechisch-slowakische Produktion dort noch, oder? Mhm. Wenn er sich später trennt. Und Daisies ist ein purer Kunstfilm. So wie kann man dazu sagen. Und es geht um zwei junge Frauen, die irgendwie plötzlich eines Tages entscheiden, hey, die ganze Welt, allen geht so super gut und die machen, was sie wollen, alle, oder? Egal ob Regierung oder was auch immer. Machen wir jetzt auch. Und dann gehen sie einfach nur noch auf einen Streifzug der Gelüste und es ist so wild, der Film. Also es ist wirklich ein Kunstfilm. Also es ist nicht einer mit einer wahnsinnig aufbrausenden Story oder so. Ich bin drauf gekommen, tatsächlich, weil der Ari Aster, Regisseur von Hereditary, Midsommar, jetzt eben neu Boys Afraid, der irgendwo in einem Interview gelesen hat, hat er erwähnt und gesagt, wie toll er das findet. Und ich verstand auch, warum. Weil, also eben für 66 hat wahnsinnig geile Visuals drin. Also wirklich gaga Visuals. Aber ja, ich habe hier bei meinem Review auf Letterboxd habe ich eigentlich nur dazu geschrieben, quasi ein fiktives Gespräch zwischen der Yoko Ono und John Lennon, von wegen, hey John, ich habe hier einen virtuosen Film über Feminismus entdeckt, Lust auf einen Film oben mit ein bisschen Opium und Feigen. Und John Lennon meint so, passt, ich bringe noch ein paar Pilze und noch eine norwegische Waldkatze mit. Also es ist wirklich so ein bisschen für so Leute, wenn ihr so eine Beziehung kennt, dann schaut den Film, ihr werdet euren Spass haben. Und für die, die einfach eine straighte Unterhaltung suchen, ist es definitiv nichts. Das muss man schon mal sagen. Okay. Aber für Leute, die wirklich Film interessiert sind und vor allem einfach auch so am technischen Aspekt etc. interessiert sind, ist es schon sehr interessant. Kann man das schon mal gesehen haben. Aber es ist nicht so, dass jetzt der sehr häufig wieder wird schauen, wahrscheinlich. Okay. Ja, der Teil mit den Feigen, das klingt schon ein bisschen... Ah, das habe ich erfunden einfach. Ach, Opium schön. Und Feigen. Und ich ah, passt gefunden, das, oder? Ich habe gefunden, das klingt lustig. Das ist so etwas, was Yoko Ono an einen Film oben bringt. Und ich habe gefunden, der John Lennon bringt Pilzli und norwegische Waldkatzen mit. Das realistisch ist, ich weiß nicht, ich stelle es mir einfach vor. Vor mir. Bei seinem Glück hat er eine Katzenallergie. Naja. Okay. Also viel zu Daisies. Ja. Yeah. Dann hat der Hill noch einen Film geschaut, den habe ich eben auch noch auf der Liste, den habe ich auch noch nie gesehen, obwohl er schon einen Moment alt ist. Der Hugh löchert mich ständig, ich soll den endlich einmal schauen. Und zwar Copland. Jetzt bin ich in der Bredouille, was sage ich jetzt? Ja, jetzt bin ich jetzt wirklich auch gespannt, weil du hast ihn, glaube ich, nicht gut gefunden, oder? Du, also in erster Linie Copland, also ich hatte auch immer im Kopf gehabt und dann, ich weiß nicht, ich glaube auf Facebook, habe ich gesehen, auf Arte läuft Copland am Sonntag zu oben, Viertel ab 8 Uhr. Mm. Ich fand das so, Arte, Sonntag zu oben, ich habe Copland noch nie gesehen. Ich meine, wie bei mir? Weil im Stallone, Ray Liotta, wer haben wir noch? Wie heißt er? Robert De Niro, eben der Dings, ja. Ray Liotta. Ja, das ist das Englische. Ja, natürlich. Robert Patrick haben wir noch, Michael Rappaport, etc. Aber wir haben ein Wahnsinns-Cast eigentlich. Ja, das war es eigentlich schon. Okay. Nein, es ist irgendwie, ich weiß nicht, von den Storys geht halt um Cops, wo ein bisschen in ihrem eigenen, also in einem Ort leben. Dem Cops selber sind, also es ist New Jersey, genau, und sie arbeiten eigentlich in New York. Das ist einfach eine Brücke übrig, also über 200 Kilometer. Und der Stallone spielt der Sheriff Freddy, der ist in diesem Ort, arbeitet der Sheriff. Und passt dort so ein bisschen auf. Mhm. Ich hätte ja nicht viel Kriminalität, weil sie noch als Polizist dort wohnen. Könnte man meinen. Und ja, es ist irgendwie, ich weiß jetzt, es ist so halt Cops, es zeigt so ein bisschen Cops, so ein bisschen, ich sag's nicht, wie heisst es, sie sind nicht korrupt, sie machen auch ihr eigenes Süppli für sich. Also, ja, es so, hat so ein bisschen. So ein Dammstil. Und ja, es ist aber, ich weiß jetzt, also die Person, die du Salon spielt, ich finde ihn irgendwie auch spielt einen guten Charakter, aber der Charakter passt irgendwie nicht zu ihm. Also er ist so der Introvertierte, eher so der Schüchterne so ein bisschen, aber trotzdem ist er auf der Breiteste von allen. Also wie ein Rocky? Nein, Rocky oder ist also im ersten Jacker. Rambo. Ja, also das ist voll seine Rolle. Es ist ja, soviel ich weiß, ist es eine wahre Geschichte, die verfilmt worden ist. Ja. Und das ist ja damals hat das ein Schlagzeilen gemacht mit dem Film, weil der Stallone sich dort wirklich Ranzen angefressen hat. Mhm.
Also das ist ja der Film, wo er eigentlich am untrainiertesten ist von all seinen Filmen. Und darum ist er auch ein bisschen von der Presse auch, ja, ein bisschen durch den Gacko gezogen worden. Also jetzt, ja, er hat schon, aber ich meine, er hat immer seine Kopfhemmel, also seine Chefhemmel, ja. Nein, aber er hat sich recht Pfund angefressen damals für das. Stallone ist immer noch Stallone, also, klar. Ich könnte es jetzt motzen, wenn ich so weit aussehe, mit so Gasten. Ja, ist auch mein Ziel für das Jahr, ja. Aber er hat auch immer so einen Hundenblick drauf. Aber sie, ja, und ich meine auch die anderen Charaktere, sie sind alle so ein bisschen so wenig hinten dran. Ich weiß nicht. Es ist so ein Film, es sind viel bekannte Schauspieler, aber die Charaktere, die sie spielen, sie sind für mich so ein bisschen uninteressant. Mhm. Und auch die ganze Story ist, ja, haben sich was Besseres daraus könnte machen. Auch wenn es jetzt eine wahre Begebenheit ist, wo man sich da bedient hat. Mhm. Irgendwie ist es so. Ich hatte eigentlich schon noch recht easy in Erinnerung, aber auch ich habe schon ewig nicht gesehen. Also, ich glaube, so ein, zwei Jahre nach erschienen, das ist schon, was ist das, 97 Jahre? Also ich habe das auch mal gesehen. Und es ist ja so nicht viel Action in diesem Film. Es ist eher ein Krimi-Drama. Ja. Ich würde es empfehlen, ein Salon-Fan oder so, das einer, was findet, so, hey, da hat viele Schauspieler, das sollen sich anschauen, aber also, für mich es ist so. So für mich so, ich habe gefunden, hey, ein alter Film, der hat den Namen schon ein paar Mal gehört, viele Schauspieler. Dann habe ich ihn erwartet, hey, wenn ich da schaue, das ist so ein oder zwei, so, weißt du, ein cooler alter Film. Ja gut, aber und der Regisseur, der James Mangold, der hat ja auch schon einiges Bekanntes gemacht. Also der Walk the Line hat er ja gemacht, der Logan und auch der zweite Wolverine-Film hat er gemacht, Identity. Der neue Indiana Jones wird von ihm sein, ja, genau. Du, wir hätten nicht gerissen, ich will mal vielleicht gar mit dem Hook darüber reden, weil er vielleicht gar nicht mit der schön reden. Mach dir keine Sorgen, der meldet sich nach dieser Folge. Persona non grata, hilf! Nein. Jeder darf eine andere Meinung haben. Das ist du kannst so. Mit denen um die Ohren hauen, dass er Blade Runner nicht gut findet. Alles okay. Stimmt. Verschiedene Geschmäcker sind. Er hat den Film nicht schlecht gegeben. Er hat es ganz objektiv gesagt. Ist doch alles gut. Daher, hey, komplett. Ja, im Vorgespräch hat er nur geflucht. Ich kann sogar sagen. Ja, aber das ist um die gegangen, nicht um den Film. Jo. Okay, Copland. Da muss ich mir auch mal irgendwann geben. Ich habe für mich noch eine totale Überraschung gehabt. Ich habe von diesem Film noch nie etwas gehört. Er ist auch recht umstritten. Und zwar habe ich «A Future Stupid Guest» schon geschaut. Also, auf Deutsch hat glaube ich so viel geheißen wie ein saudummer Geist. Also. Und zwar geht es dort in diesem Film um die Begründer vom National Lampoon Magazine. Mhm. Das ist also eigentlich ein Biopic von 2018 mit dem Will Forte in der Hauptrolle als Doug Kennedy. Eigentlich der wo das National Lampoon Magazine eigentlich ja, rausgebracht hat, erfunden quasi mit seinem Kollegen zusammen, mit Henry Beard, gespielt von Domhnall Gleeson. Und hey, also wenn man das nicht sagt, National Lampoon, das sind die, die zum Beispiel mit den ganzen Leuten, die später zu Saturday Night Live gegangen sind, zum Beispiel so Sachen gemacht haben wie Animal House oder Vacation oder ich glaube, mich knutscht eigentlich als ganze Zeugs. Also eigentlich der Grundstein legt auch für so Sachen wie dem Vacation und Ghostbusters im weitesten Sinn auch. Und hey, mit einem riesen Cast. Also ich finde, der Film hat man zu dieser Zeit nicht besser können besetzen, weil das sind alles so eigentlich die Comedy-Grösse, die man dort zwar noch nicht ganz so kennt, weil das ist halt einfach in den USA extrem verwurzelt, aber wo eigentlich so für mich die nächste bis sogar übernächste Generation von diesen ganzen Saturday Night Live Darsteller sind. Dann ist eine Story, die ich nicht schon tausendmal gehört habe, was ich extrem spannend gefunden habe. Der Film ist auch ziemlich schräg zum Teil inszeniert, also auch viel vierte Wand durchbrochen, ein paar sehr geile Schnitte, also sprich so Sachen wie läuft zum Büro raus und eigentlich im gleichen Gang ist er dann einfach gerade mitten auf der Straße von L.A. So Sachen, einfach wirklich interessant, auch optisch inszeniert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, hey, was soll ich sagen? Das ist
sehr viele Leute haben den schlecht bewertet. Also der hat, was hat er für eine Durchschnittsbewertung auf Letterboxd? Ja, eine 3,1. Und davor sind wirklich ganz, ganz viele mit 2 Sternen, mit nur 1 Stern und sehr viel auszusetzen. Für mich ist das ein 4,5-Sterne-Film. Ich war so gut unterhalten, gewesen, mega drin. Gewesen. Man hat halt auch wieder viele Aspekte, wirklich schonungslose Aspekte gesehen von Schauspielern, die wir damit aufgewachsen sind. Also, gerade der Doug Kennedy, der hat vor allem gegen den Schluss von seinem Leben, ist der saumässig viel mit dem Chevy Chase unterwegs gewesen. Der hat ganz viel mit ihm zusammen gemacht. Also, auf dem Doug Kennedy ist zum Beispiel auch Caddyshack gewachsen. Und halt auch die ganze Drogengeschichte. Also, Drogen sind ein ganz, ganz essentieller Teil von diesem Film. Was auch damals in der Comedy-Szene ein ganz, ganz essentieller Aspekt war, der dort dazugehört hat. Also, da sind alle reden immer nur von den Rockstars, aber verdammt, also, die haben immerhin noch müssen ihre Auftritte anlegen. Was die Komiker da sich reinpfiffen haben, ist sondergleichen. Nein, ich denke auch immer, wenn ich so die deutschen Komiker sehe, dann muss man Drogen reinpfiffen. Dass ich ja, so. Du schon. Ich denke auch immer, was nehmen die für Drogen? Ja, vermutlich eben nicht so gut. Ja. Hey, A Futile and Stupid Gesture. Ich finde, jemand, der die Filme gerne geschaut hat aus der National Lampoon-Reihe, der sich auch für die Schauspieler und Komiker interessiert, der sollte den Film mal schauen. Okay. Vor allem habe ich noch nie von diesem Film gehört und bin jetzt total positiv überrascht worden davon. Mm. Hey, kann man mal machen. Jo, dann gehen wir doch mal weiter. Der Alex hat noch 2 Filme geschaut, und zwar Color Out of Space, hast du mir doch aufgeschrieben. Mhm. Was das denn? Das heißt nicht ernsthaft, oder? Vielleicht kenne ich auf den englischen Titel nicht. Oder? Quasi. Er sagt mir jetzt wirklich nichts. Nicolas Cage Film von 2019. Regst du mich gerade auf. Jo, ja. Nein, es ist ja eine alte Story, oder? Es ist eigentlich so wie ein Blob. Also es ist so ein bisschen, weißt du, in dem ganzen. Wie heisst es? Cthulhu und so. Cthulhu? Also H.P. Lovecraft, Necronomicon und Dankeschön, genau. Okay. So ein bisschen auf die Nummer geschehen. Aber halt mit eben so einer Art wie, ja, Farbe, die halt aus dem All kommt und Familie terrorisiert, wo er der Papi halt ist, oder? Und er hat Alpakas und die melkt er auch. Das ist echt cool. Und am Anfang ist er fängt eigentlich gut an, der Film, aber irgendwann geht er tatsächlich ein bisschen auf den Sack und er verliert komplett den Schwung und den Drive. Und es ist nur noch Szene an Szene ohne irgendwie einen Zusammenhang. Ich habe ihn ultra anstrengend gefunden und überhaupt nicht unterhaltsam tatsächlich. Und jetzt haltet euch fest, Nicolas Cage am Overacten und es finde ich plötzlich fast schon ein bisschen anstrengend. Das ist nicht mehr gut. Ist wirklich, also wenn ich das sage, dann ist es wirklich vorbei, weil ich liebe nicht mehr als sein Overacting. Aber da ist es mir wirklich zum Teil ein bisschen too much gesehen und einfach anstrengend. Ich weiss nicht, das ist überhaupt gar nicht mein Film. Aber es ist glaube ich auch so der typische Hate it or love it Film. Wobei, also wenn ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, was hat das für bewertet? Das habe ich gar nicht angeschaut. Also auf IMDb zum Beispiel hat er immerhin eine 6,2. Also das ist gar nicht so schlimm. Aber, ich weiß nicht, woher das kommt. Also, vor allem auch, weißt du, immer so, oh, die Farbe, die kann man nicht beschreiben und so. Es ist einfach fucking purple. Also, es ist wirklich, es ist nicht eine wilde Farbe irgendwie. Gut, das ist ja schwierig, wie stellst du das da? Farbe und beschreiben. Ja, so wird es genannt. Oder? Dann kommen irgendwelche Viecher und die übernehmen das. Und dann werden sie auch so bunt und dann kommen so komische Fliegen. Und ich weiß auch nicht, was das. Aber irgendwie, es ist einfach so, gehen da alle auf den Keks, gibt eine Szene, wo Mami am Kochen ist für die Familie. Am Schnibbeln ist, die ist wirklich witzig. Dann habe ich mich gefunden, fand ja gut, da könnte doch noch etwas werden. Aber ja, das und eben ja, halt der Cage am Alpaka merken. Und sonst ist es eigentlich nichts. das ist wirklich, ich glaube, das ist auch wirklich so, wenn du jemanden fragst, also so, hey, Carla, das weiß, sag mir etwas, was erzählt. Ja, weißt du, das ist der, wo du Cage Alpaka merkt. Ich glaube, das wird man sich daran erinnern und der Rest, nö. Also ich habe sehr, wie sagt man so schön neudeutsch, underwhelming gefunden. Hätte dich nicht so überzeugt.
Nein, leider nicht. Okay. Sorry, gell. Ja, gut. Du. Ich habe es probiert. Ja. Also, Color Out of Space. Mhm. Gut. Ja, ich habe jetzt irgendwann mal wieder irgendeinen Bock. Einfach, so, einfach mal wieder irgendeine 0815-Komödie reinhauen. Und schnell durchgeschaut. Ich glaube, auf Netflix ist es gesehen. Mhm. Ich habe gefunden, komm. We Are The Millers, ich habe ihn glaube schon fünfmal gesehen, aber das ist genau der Film, den ich jetzt brauche. Ja, wenn du den Kopf kannst abschalten und irgendwie bist gut unterhalten, es läuft immer irgendetwas. Charaktere, die du dann irgendwie noch gut findest, Schauspieler, die irgendwie zusammenpassen. Hey, und es ist ja irgendwo einfach so ein bisschen was, wie eine, eben, es ist eine 0815-Komödie, so ein bisschen im Vacation-Style, mit ein bisschen krimineller Energie dahinter. Mhm. Ein kleiner Roadtrip, um ein paar Drogen zu schmuggeln, mit einer zusammengewürfelten Truppe von Leuten, die vorgeben, dass sie Familie sind. Und sich dann natürlich auch die verschiedenen Charaktere ein bisschen entwickeln, immerhin das. Ja. Und das sogar, wie ich finde, relativ nachvollziehbar. Mit Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts, Will Poulter, Nick Offerman, der im Moment in aller Munde ist, Ed Helms und noch ein paar anderen. Hey, kann man machen. Mhm. Eben, wenn du wirklich keinen Bock hast auf irgendeinen schweren Film und Lust hast, so ein bisschen seichte Unterhaltung und ein bisschen lachen, kann man Weird Millers absolut immer wieder schauen. Ja, ich habe noch nicht gesehen. Ich habe immer das Gefühl, das ist die wannabe lustigere Variante von Little Miss Sunshine. Den habe ich noch nicht gesehen. Den finde ich ja grossartig. Mir würde mir das gar nicht gelustet. Nein, also ich finde, es hat einen rechten Vibe von, eben, ein bisschen von Vacation. Ja, ja. Einfach halt nicht der, ich sage jetzt mal, trottelige Humor von Chevy Chase, sondern halt eben Jason Sudeikis, wie man eigentlich kennt. Also auch total in einer coolen Rolle für sich. Halt nicht so, ich sage es mal, vermutlich ernst wie jetzt bei Ted Lasso oder so. Also er hat auch ein bisschen mehr Gags, wo er eigentlich quasi sich über sich selber lustig macht. Ja. Okay. Okay. Jo, also We Are The Millers. Dann hat der Alex noch den Hatsucker Proxy geschaut. Ja, eh. Was ist das jetzt wieder? Hey, das war ein Film für die Vorbereitung, weil am Sonntag kommt ja unsere neue Jahrgangsfolge raus, 1994. Und ich habe gefunden, so, hey, ich muss noch irgendwie ein paar Filme schauen. Ja, aus diesem Jahr halt. Und eigentlich würde ich da auch gerade so gut in diese Folge reinpassen, als einen von diesen Top-Filmen zu nennen. Aber ich habe gefunden, nein, komm, ich tue einen so jetzt hier reinhauen. Mhm. Also als Vorbereitung. Hey, Hatsucker Proxy ist tatsächlich von den Coen-Brüdern. Und ich meine eben, ich glaube, ja, Coen-Brüder, ich nehme mal die unsere Zuhörer zu kennen das, aber eben so Big Lebowski und ja, also 100.000 Filme haben die ja gemacht in den letzten Jahren. Also ja, und natürlich einer von meinen All-Time-Favorites, Javier Bardem, wir haben eine Folge drüber gemacht, Jungs. Mhm. Ernsthaft jetzt? Oh. Komm jetzt. Oh. Mach mich jetzt nicht traurig. Meinst du, ich komme jetzt gerade auf den Titel? Hm. Okay. Ja. Schlau. Das ist ein bisschen traurig, aber okay. Also, No Country for Old Men. Sehr gut, super. Ja. Frisur und, muss man im Kopf haben, nicht der Titel vom Film. Fair enough. Also, und Inside Llewyn Davis und so weiter und so fort. Also wirklich tolle, tolle Regisseure. Und der Film mit Tim Robbins in der Hauptrolle und Paul Newman, Jennifer Jason Leigh, in jedem Film ja gefühlt. Bruce Campbell hat auch noch eine kleine Rolle. Ja, klar, weil Sam Raimi auch ein Outdoor ist. Richtig, genau. Er spielt auch mit. Also gut, man hört dann eigentlich nur, glaube ich, nur sein Hinterkopf. Egal. Hey, was geht's? Kein Kini. Geht's noch? Nein, ich meine Sam Raimi. Aha, nein, ich rede von Bruce Campbell. Ah, okay. Hey, was geht's? Es geht eigentlich um einen ziemlichen, ja, eher so ein Trottel-Dude. Gerade der Hellste, der irgendwie einen Job sucht. Spielt vor längst vergangenen Zeiten. Und sucht einen Job, kommt dann dort durch einen riesen Zufall, wird er plötzlich Präsident von dieser Produktionsgesellschaft. Die wollen allerdings nur dort oben haben, um die Firma eigentlich bankrott machen, damit sie können günstig wieder Aktien rausholen oder um dann wieder quasi die Firma gross machen. Mhm. Also sie wollen auch erst den Strom an. So. Und dann hat er natürlich nur eine einzige Idee, nämlich eine Idee gehabt, er will den Hula-Hoop-Ring erfinden. Das hat es noch nicht gegeben. Mhm. Und
Die anderen finden alle, das ist so eine dumme Idee. Ja, ja, mach nur, das ist der nächste Schlag, oder? Oder der nächste, letzte Nagel für die Firma. Und natürlich wird es ein Riesenhit. So. Und hey, der Film ist ultra unterhaltsam. Er ist wahnsinnig virtuos gedreht und gemacht. Er hat mich extrem häufig an Tim Burton erinnert. Okay. Und weißt du nicht, Tim Burton, weißt du, wegen dem Gothic-Style und weißt du, mit schwarz-weiß Streifen oder ja, irgendwelchen Monster oder so, sondern eher so ein bisschen, weißt du, wie so ein bisschen, Edward Eo oder wie The Big Fish oder weißt du, so ein bisschen die, also leichter, die nicht so Gothic-Filme von ihm. So die Marley-Filme. Ja, eher, genau. Einfach, weißt du, von den Kameraeinstellungen, von den extremen Bauten, von der Ausstattung etc. Und hey, wirklich ein Film, ich weiß nicht, wie viele Leute den kennen. Also wahrscheinlich sagen jetzt ganz viele, ja, es geht 100 Mal schon gesehen. Ja, ich glaube nicht. Ich habe wirklich nie gehört von dem. Er hat es nachgeholt. Das ist für mich wirklich so ein typisches Juwel. Und das heisst so, Alter, wie habe ich den Film je können übersehen? Ich mag, ich liebe wirklich die Regisseure, hat von diesem Film noch nie gehört. Und er hat wirklich so viele visuelle Gags, die genau mein Touch haben. Und ich habe jetzt 4 von 5 Sternen gegeben. Ich glaube, beim nächsten Mal schauen, wird das gerade nochmal einen halben Stern aufgehen. Also wirklich jetzt, das ist wirklich sehr, sehr cooler Film. Ich bin halt nicht, es tut mir leid, ich bin nicht ein riesen Tim Robbins-Fan. Ich finde ihn irgendwie nicht so prickelnd, ehrlich gesagt. Und er ist halt auch wirklich, er ist so ein bisschen der Forrest Gump eigentlich von diesem Film, so ein vom Dude, vom Typ her, weißt du, so ein bisschen, ja, mit Herz am richtigen Fleck, aber ein bisschen unterbelichtet. Aber hey, irgendwie mit der Zeit ist es so egal, es macht es gut und es hat so viele schöne kleine Szenen und Paul Newman als der böse Chef, und ich liebe halt Paul Newman, finde ich halt schon immer wieder schön, der gefällt mir schon sehr. Er ist ein starker Schauspieler gesehen. Ja, und hat einfach so eine Präsenz, wo der einfach... Was du heute noch selten noch findest. Und ja, nein, wirklich ein cooler Film. Ganz viel aus dieser Generation. Das ist korrekt. Ja. Ja. Robert Redford ist ja genau so einer. Ja. Der kommt noch einmal an und alles dreht sich um ihn. Ja, aber Robert Redford finde ich nicht halb so cool. So, da hat man zu viel Film gemacht, wo irgendwie ein Pferdchen dort küssen. Ja, nein, das ist ja nicht meine Welt. Ja, dort hat es auch aufgehört. Aber Ding, ich meine, die letzte Festung zum Beispiel. Weiß ich, ob ich den gesehen habe. Militärknast, der ehemalige General, James Gandolfini quasi als sein Gegenpart. Genau, er ist einfach dort und alles dreht sich um ihn. Okay. Sofort. Ohne dass es so ums Verrecken, wie soll ich sagen, penetrant so geschrieben wäre. Es ist einfach von der Präsenz so. Okay. Jo, hey, auf jeden Fall, hey, wirklich grosse Empfehlung für die, die jetzt gerne, oh, das klingt interessant, ja. Hatsako Proxy, checkt das aus. Unbedingt. Sehr schön. Okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es von dem Film. Und jetzt kommen wir in Serienteil. Hey, voilà. Hoppla. Ja, vertippt. Also. Heute läuft es nicht so mit dem Board. Müssen wir testen, ob es noch geht. Warte schnell. Geht? Ja, da klingt etwas verkehrt. Ja, wir müssen länger drin hören. Jetzt hören wir gerade, ob es gut ist. Nein, stimmt. Es ist wahrscheinlich irgendetwas nicht. Es war, glaube ich, der Anfang, wenn du gut siehst. Nein, Spaß. Also, nein, jetzt ist alles jetzt kannst du gerade alle Knöpfe durchdrücken, damit man mal wieder alle gehört hat. So viel haben wir gar nicht. Ja. Auch noch den. Ja. Scum-Chairs. Ja. Und? Ja. Ich kann eigentlich auch nur den hören, aber okay. Ja, ich weiß gleich nichts. Okay. Komm jetzt, schnell. Also, Serie. Ich habe, nebst dem, dass ich tonnenweise Family Guy und Cheers geschaut habe, voll dran hängen geblieben. Super Serie. Habe ich noch 2 Serien fertig geschaut. Über die eine habe ich bereits letzte Woche ein bisschen geredet. Jetzt habe ich sie noch ganz fertig geschaut. Die verrückte Geschichte der Welt, Teil 2. Hinterletzte Müll. Kann man auslassen. Oh, das schreibe ich gar nicht. Nein, auf. Es ist wirklich furchtbares Eich. Okay. Dann habe ich aber auch noch Tulsa King fertig geschaut, die erste Staffel. Ah, jetzt, sehr gut. Stark. Und? Ich bin total begeistert. Ich finde die Serie wirklich, wirklich cool. Sie haben jetzt am Ende von der letzten Folge, also sie haben in der letzten Folge wirklich einen Showdown drin gehabt, wo ich zuerst überlegt habe, verdammt, so die Musikauswahl, ist jetzt das einfach nur frech und billig oder ist jetzt das einfach nur der geilste Move ever? Und ja, es war wirklich cool. Also,
ja, sagen wir mal, also, ich glaube, da verrate ich nicht viel, aber so der heutige Stallone geht ein bisschen Miami Vice. Es ist schon. Es hat hure Laune gemacht. Und vor allem, sie haben wirklich ein paar gute Charaktere eingeführt. Jetzt gegen Schluss sind es immer wie mehr geworden. Der Gegner war auch sehr interessant gewesen. Hey, wirklich, Tulsa King kann man absolut schauen. Ja, habe ich schon auch noch vor. Habe ich wirklich auch noch vor. Aber ja, es ist halt. Wie viele Folgen sind es? 9, obwohl die erste ist Doppelfolge. Also 1,5 Stunden lang. Okay, und die anderen Folgen, wie lang? Die sind so 3/4 Stunde bis 55 Minuten. Okay. So circa. Okay, ja. Ja. Ja, müssen wir schon gönnen. Nicht so verkehrt. Gut. Also, Tulsa King und der neueste Mel Brooks, Müll. Der arme Mann. Muss so seich im hohen Alter noch produzieren. Der Alex hat allerdings einmal eine Serie geschaut. Was ist passiert? Ja. Muppets Mayhem. Also ich schaue schon immer wieder Serien, aber klar. Ich schaue es halt nie gerade fertig. Ich schaue immer wieder mal rein. Ja. Aber trotz, es ist am Mittag rausgekommen, am Donnerstag bin ich ans Festival gegangen, am Sonntag zu oben heimgekommen. Jetzt, seit Aufnahme ist Montag, habe ich schon alle 10 Folgen geschaut. The Muppets Mayhem. So, und das ist jetzt mal eine riesengroße Empfehlung von mir an alle Menschen da draußen. Ist es noch etwas für jeden oder einfach für Muppet-Fans? Hey! Wer kann so etwas schauen? Also, eben, die Muppet-Show oder die Muppets allgemein. Wenn man jetzt den Muppets-Film gegangen, dann bist du sowieso mal per se abgeholt. So. Jetzt ist es aber noch zusätzlich ziemlich schnell, weil es geht um die Band. Dr. Teeth und die Electric Mayhem. Das ist die Band, die schon in der Show immer war und auch in den Filmen immer eine Nebenrolle gehabt. Mit eben Dr. Teeth, dem Animal, dem Schlagzeug, oder auch wie man es rumschreit, oder? Dem Suit, dem Lips, Janice heisst sie, und ja, jetzt habe ich alle aufgezählt, ja. Ah nein, natürlich, oh nein, yes, es geht der Pepper nicht. Pepper, tolle Figur, Stamm im Schnauz. Auf jeden Fall, und es geht darum, da die eine Frau, also noch ein Mensch halt, gespielt von der Lily Singh, Nora, wie der Animal immer so schön sagt, so heisst sie auch im Film. Die ist erfolglos in der Musikbranche drin und erfährt, dass ihre Chefin, die so ein kleines Label hat und ultra cool gespielt. Also die Chefin ist auch wieder eine Puppe. Und sie spielt so ein bisschen so die alte, weißt du, typisch alte Musikproduzentin, wo es alles scheißegal ist, mit jüdischem Hintergrund, weil sie immer so jüdische. Also es erinnert sehr an gewisse Figuren aus The Nanny. Wirklich im Fall. Vor allem an die Nanny, die Grossmütter dort und so, jeder. So in diesem Stil. Super Charakter. Sehr cool gemacht. Auf jeden Fall, und erfahrt halt, dass sie will, das Geschäft verkaufen will. Und sie will, nein, ich will es gross werden noch, ich will jetzt da endlich mal eine grosse Band entdecken und so. Und dann entdeckt sie beim Durchschauen von allen Unterlagen, dass eben in den 60er, 70er Jahren sie einen Deal gemacht haben mit den Muppets für ein Album. Eben mit dieser Band, mit Electric Mayhem, aber nie das Album rausgebracht haben. Und so probiert sie dann mit dieser Band ein Album aufzunehmen. Und jetzt ist es wirklich das, alle, die schon mal irgendwie, die gerne Musik haben oder schon mal das Album Musik gemacht haben, eine weitere Empfehlung, nicht nur Muppets-Fans. Weil es kommen die typischen Band-Probleme, die man so kennt. Und alle Klischees, aber alle im Muppet-Stil. Also beispielsweise gehen sie mal, um eine Inspiration zu finden, fahren sie in die Wüste raus und sind dann alle auf einem Drogentrip. Und natürlich sind Muppets, sie nehmen nicht bewusst Drogen, sondern sie essen einfach aussersehnlich Marshmallows, die seit 40 Jahren abgelaufen sind und haben dann voll die Flashes. Dann ist es voller Cameos, die grossartig sind. Also wirklich, da kommen Leute vor, du kannst nicht mehr. Sie wollen irgendwie jetzt so die Aufnahmen, sie wollen in einer Folge, das ist kein Spoiler, wollen sie halt ein Kamerateam dazu holen. Weil Kamerateam, oder zum Schauen, wie die grosse Band, weil die sind ja schon bekannt, aber die haben einfach noch nie ein Album aufgenommen, sind immer nur auf Tour gesehen. Und dann holen wie so viele Bands. Genau, wer holen sie als Regisseur dafür? Der Kevin Smith. Ja. Ganz klar. Später kommt dann noch der Peter Jackson dazu und hat einen der besten Gags ever. Also wirklich von diesem Jahr einer der coolsten Gags, aber du musst dich ein bisschen auskennen, aber ich weiss, unsere Zuhörer und Zuhörer, die schnallen das dann schon. Du wirst Alienkovic macht mit, es kommen auch moderne Künstler, es kommt der Phantom kommt runter, sie legen sich dann plötzlich an mit Beliebers,
mit The Monsters von der Lady Gaga, also Delirium-Fans, Beehive, den Fans von der Beyoncé. Also mit allen. Sie legt sich einfach mit allen an. Weißt du von all denen, wie die Fangruppe heisst? Ehrlich gesagt, nur dank dieser Serie. Okay, ich kann noch nie von denen bezeichnen. Also Beliebers habe ich schon gehört, aber den Rest habe ich noch nie gehört. Also Monsters, doch, das habe ich schon gewusst. Und Beehive, wie werden sie hier halt im Film genannt? Ich glaube, Slipknot-Fans. Und Maggots, ja. Maggots. Das ist richtig. Nein, hey, und es ist so liebevoll. Es hat unheimlich nicht nur coole Kamera, sondern es hat einfach so viele gute, herzige Gags. Alle Figuren, alle fünf von der Band, sind es fünf, nein, ich glaube sechs von der Band, genau, haben halt auch alle komplett andere Charaktere. Es ist auch immer wieder so auf heutige Zeit halt auch, oder? Weil spielt ja in der Jetztzeit, oder? Sie entdecken dann plötzlich auch das Internet für sich und Sachen wie TikTok, Instagram, Twitter und all das Zeug und ey, es ist nur noch grossartig und ey, wirklich, also es ist fantastisch. Es ist absolut fantastisch. Ich habe es jetzt gerade offen auf IMDb. Auf IMDb haben das 471 Leute gelockt. Ich kann es fast nicht glauben. aber hey, ich hoffe, es geht weiter. Es ist wirklich, oder sie machen mit anderen Figuren Mappen. Ich meine, ich bin ja der grösste Gonzo- und Redzo-Fan, oder? Das wäre das Schönste, es war fast schon Weihnachten, Geburtstag zusammen. Ich glaube wirklich, es ist nicht nur etwas für Muppets-Fans. Ich glaube, es könnte sogar ein Einstieg-Droge sein für Leute, die jetzt gefunden haben, ich liebe Puppen. Ja, aber es ist lustig, es ist herzig, es sind tolle Sprecher, ausnahmslos. Mhm. Es ist voller guter Gags. Es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Okay. Ja, haben Sie gehört, liebe Zuhörer? Der Muppets Mayhem. Es ist einfach geil. Wenn ihr es nicht schaut, der Alex wird euch böse sein. Nein, aber ich nehme einfach niemanden mehr ernst. Nein, sag ich. Ja. Nein, aber ey, unbedingt schauen. Okay. Regel mich auf sonst. Und sonst bin ich am weiterschauen bei Weiss und Butthead. Ja. Alle Wochen oder alle zwei Wochen treffe ich mit André und es ist die neue Staffel, es ist wieder nur für Fans. Sehr schön. Man muss auch sein. Man muss den sozialen Kontakt pflegen. Man kann sich nicht nur im Kino treffen. Ja, was gibt's Sozialeres als zusammen bei Weiss und Butthead? Die absolut sozialsten Dudes ever schauen. Ja, also ich kann ja nichts sagen, aber ihr ähnet euch langsam schon diesen beiden ein bisschen an. Wow, cool. Gell? Jo, okay. Also, das wäre es dann auch schon wieder gesehen mit der Serie. Wir sind heute zügig dran. Das ist ja crazy. Ja. Keine Serie geschaut? Ja. Ja. Ah, du hast gar nicht geschaut. Ja, nein. Ja, klar, Tulsa King. Ja, klar. Tulsa King, verrückt mit der Welt, Cheers und wie eine vollweiche Family Guy. Ich glaube, ich habe die Woche irgendwie zwei Staffeln durchgeschaut oder so. Das ist ja gut so. Ja, gell? Wenn du nicht weißt, was machen, schaust du Family Guy. Genau für sowas habe ich ja die. Absolut. Jo. Okay, also dann kommen wir zu den Vorschauen. Hill. Ja. Streaming-Serie. Gibt es irgendetwas Neues? Ja, zwei Jahre News gesucht. Sehr schön. 18.05. Netflix. Yakitori, Soldier of Misfortune. Yakitori, ist das nicht das Comic mit dem Indianer-Bibel? Yakari ist das gewesen. Ah, verdammt. Das ist Yakitori. Ich halte mich zu. Dass ich das gar nicht mehr denke. ist eine Geschichte aus dem ich glaube 17, glaube ich. Kennt mich auch nicht aus. Ist ein bisschen Sci-Fi-Anime. Die Erde wird von mächtigen Aliens erobert. Und Akiras ist du eigentlich der, der als Fußsoldat, also Yakitori, in den Kampf geht. Und ich habe es irgendwie cool gefunden von der Aufmachung. Eigentlich bringen wir es ab und zu mal ein bisschen so Manga was rein, Anime besser gesagt. Ja, dann sagen wir das. Aber ich habe noch auf Prime 19. Mai Last Light. Das haben fast Last Night gesagt. Last Light. Gibt vermutlich auch. Erste Staffel, wo es in der Serie um geht, dass eine globale Ölkrise die Dinge die Welt unterstürzen, was weiß ich. Ich bin noch nicht so ganz rausgekommen in der Ölkrise mit tödlichen Folgen für die Bevölkerung. Und die Familie die ist da ein bisschen verstreut und die müssen dann zusammen eigentlich fürs Überleben kämpfen, sich treffen etc. Und der Schauspieler ist Matthew Fox, der dabei ist. Von Lost kennt man da noch. Die Amber Rose Riva ist noch dabei. Von The Punisher hat sie mitgespielt. Der letzte von Marvel. Mhm. Ich war Polizistin gesehen. Und der Tom Vlaschiha, wenn er heisst,
Game of Thrones, du Höggard, oder jetzt ihn genannt. Ein Mann, a man needs a name. Da. Aha, der. Ah, der Höggard, weißt du, der Rudor? Nein. Der Dings, wie heißt sie, die. Stark, die jüngste. Ja, der Attentäter. Der Jacken Hagar. Ah, Hagar. Okay. Und manchmal heißt es, Höggard hat ihn genannt. Oder irgendwann Höggard. Du meinst Hegar. Höggard und Helga. Höggard ist und der Hund, der Schnut. Knut. Wie hat der Nachbar geheißen vom Hegar, sein bester Kollege? Keine Ahnung, das ist so eine Hegar geile Figur. Ah, oh, ich liebe es. Nach Hegar ist super. Aber drei Schauspieler, die man kennt, ein mehr oder ein weniger, ein mehr oder andere, weißt du so. Ja. Okay. Oh, ich habe gefunden, ich rein mit. Unbedingt. Ja, klar. Also, so viel zu Serien. Bei Filmen kommt nicht allzu viel Neues aus. Es gibt ganz viele ältere Filme, die auf den Streamer rauskommen. Mhm. Die tun jetzt nicht alle einzeln auflisten, aber so auf Sky zum Beispiel kommt Clueless. Mal wieder zum Schauen. Ja. Auch so etwas wie Heartbreak Ridge und Clint Eastwood. Freue ich mich sehr darauf, den habe ich nämlich noch nie ganz gesehen. Militärfilm, wo er als Gunnery Sergeant Ausbildner ist. Und einfach das, was ich bis jetzt von dem Film gesehen habe, habe ich sau cool gefunden. Auf Paramount Plus kommt zum Beispiel Coneheads. Freue ich mich auch drauf, habe ich auch schon länger nicht gesehen. Ja, voll. Aber jetzt wirklich sonst nennenswert, Neues kommt am 20.05. auf Netflix: Escape Room 2. Ob jetzt das wirklich erwähnenswert ist, keine Ahnung, ich habe nicht mal das Eins nicht gesehen. Ich eben auch nicht. Finden wir raus. Aha. Ja, mach du das. Keine Zeit. Also. Nein, steht, was ist der Gag? Escape Room. Oh, wow! Alter! Ja, der ist so gut gewesen, den hätte ich dir gar nicht gegeben. Der ist zu hoch gewesen. Ja? Sind wir es nicht gewohnt? Nein. Hey, verschreck mich doch nicht. Wir sind so kaputt vom Film im Kino. Ich bin Banane. Ich merk's. Flume. Was? Alles Banane, du Pflaume. Genau. Wunderbar. Wenigstens der tiefe Check. Okay, also, hey, das war's von der Streaming-Film. Was kommt denn ins Kino, lieber Alex? Nur geiler Scheiß. Wunderbar. Freue mich drauf. Und auch noch kommt «Tout le monde aime Jeanne», französisch-portugiesische Produktion, wo es um eine geht, wo ein Unternehmer wegen mir. Es läuft nicht so gut in ihrer Karriere. Und dann geht sie zurück in ihre Heimat, Lissabon. Um die Wohnung von, oder das Haus, bin nicht sicher, von der verstorbenen Mutter zu verticken. Und am Flughafen trifft sie dann auf einen alten Studienkollegen. Und mit dem wird sich immer wieder die Wege kreuzen in den nächsten Tagen, Wochen, wie auch immer. Also ihr merkt schon, es ist wahrscheinlich so ein bisschen, eher so ein bisschen romantik. Lissabon ist klein. Ja. So tönt es ein bisschen. Ja. Dann, hey, ich habe leider noch nicht viel mehr reingelesen, aber das tut irgendwie noch interessant, weil Le Pire, das ist ein französischer Film auch, ein Drama, und zwar geht es darum, dass in einem kleinen, im Norden von Frankreich, in so einem kleinen Ort, finden Dreharbeiten zu einem Film statt, und tatsächlich für den Cast sind ausgerechnet drei Teenager oder vier Teenager ausgewählt worden, die eigentlich alle aus dieser Ortschaft sagen, die, das sind doch die mit Abstand mühsamsten, schlimmsten Gaufen, die da rumlaufen. Mhm. Warum ist das so? Und irgendwie, das ist so etwas, das hat mich gerade so ein bisschen, das nimmt mich jetzt aber auch wirklich Wunder, warum? Na nun, wer das vielleicht herausfindet, der kommt ein weiterer französisch-belgischer Film, La Nuit du 12, in der Nacht des 12. Mit einer kleinen, ich lese es auch mal genau vor, weil ich habe irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe den Film schon mal gesehen, aber das kann nicht sein, weil es ist neu. Mir geht irgendwie um eine Kleinstadt, wo in den französischen Alpen, und dort findet man eine tote, also eine Frau halt, wo brutal ermordet worden ist, und zwei Polizisten gehen dann der Sache auf den Grund. Ich weiß nicht, das hat irgendwie tönt wie 100 andere Filme. Ja, ich habe gerade an Purpurnen Flüsse gedacht. Ich eben auch. Ja. Aber boah, der kommt etwas raus, der kommt wirklich, jetzt wird es trashig, ich sag's euch Jungs. Ich gehe mal davon aus. Knights of the Zodiac, eine ungarisch-japanische Produktion, wo es irgendwie, also ey, nur schon wenn ihr das Cover anschaut, ich will gar nicht weiter lesen, so ein bisschen Sci-Fi-Fantasy-Scheiße, das sieht so schlecht aus. Aha. Aber ich kann leider nicht schauen, da ich noch gerne gegangen. Dann kommt aus Asterix und Obelix, L'Empire du Milieu oder Empire of the Middle oder so nennen sie es dort, glaube ich, oder im Reich der Mitte. Aha. Ja, es ist tatsächlich ein neuer Asterix-Film. Nicht mehr mit einem Klavier oder mit einem
Mit dem Gérard Depardieu. Die sind ja, glaube ich, aber schon in den letzten ein, zwei nicht mehr dabei gewesen. Meinte es auch, ja. Und es sind ja alle scheiße eigentlich. Aber hey, immerhin, Mario Cotillard macht mit, Vincent Cassel macht mit. Also doch noch ein paar Leute, die man. Der Cassel ist, glaube ich, schon der letzte der CSA gewesen. Ja, und ich glaube, Mario Cotillard ist eben, glaube ich, Cleopatra. Ja, ich glaube es. Ist der Ibrahimovic so ein CSA gewesen? Nein, er hat einen Soldat gespielt. Das habe ich mal in irgendeinem Trailer gesehen. Ja, nein, er ist nicht der CSA, er ist wirklich irgendein Soldat gewesen, gefunden. Auch irgendwie. Dann macht er, also Ibrahimovic macht auch wieder mit. Okay. Also nicht, was für eine Rolle, aber ja. Ja, Zlatan kann ich da. Sie müssen, diesmal sie müssen irgendwie die Kaiserin von China befreien. Ja. Mhm. Das wird immer wilder. Ja, und dann kommt natürlich der Film, wo alle Kinos schon seit Monaten eigentlich wahrscheinlich, wenn sie nur daran denken, dass sie den Schwanz in die Hand nehmen. Fast and Furious 10, Fast 10. Mhm. Klar, da sind natürlich alle geil drauf. Und vor allem auch für die Kinos, weil der wird laufen wie blöd. Das ist ganz offensichtlich. Ich kann am Freitag schauen. Was? Ja. Oh, Scheiße! So ein Held bin ich. Für meinen Podcast, für meine Zürcher und Zürcher, die so schöne Geschenke machen, gehe ich auch so einen Film schauen. Ja, habe ich mir vorgenommen. Aber du weißt schon, dass du aktuell bei Fast and Furious nicht mehr rauskommst, wenn du die anderen Filme nicht gesehen hast? Das ist sicher so, ja. Weil wenn ich habe nur den ersten gesehen und jetzt den zehnten. Ja. Das erste, wenn du nicht gesehen hast, oder das zweite, dann kommst du im zehnten Auto auch nicht raus. Ja, nein, eben, ich habe von 2 bis 9 habe ich nicht gesehen. Ja. Und auch da Hobbs und Jobs und wie das da heisst, oder habe ich auch nicht geschaut. Wann gehst du da schauen? Am Freitag. Wir schauen nachher mal noch, vielleicht komme ich auch noch mit. Also ist gut. Ja, wir haben aber schon Tickets reserviert, muss schnell sein, dass du nicht mehr anders hockst. Nein, auf jeden Fall. Das ist schockierend Leinwand. Hey, nein, ich gönne mir da. Ja, Story, ja, es geht um La Familia, ist Gangsche. Ja. Keine Ahnung. Standard. Ich glaube, die wissen jetzt auch noch nicht, um was es geht im Film. Wenn es um ein Schachspiel würde gehen, würden sie es machen mit Autos. Mm. Ja. Nein, ich freue mich wirklich drauf. Es wird sicher mega toll. Mm. Ein Highlight. Ein weiteres Highlight. Juhu. Also du wirst schon wieder sacki betrunken sein. Yes. Also gut. Sturzkanüle zu. Ist gut. Rein an Ballon. Hinüber. Auf allen Vieren. Wie kotze ich auch das erste Mal ins Kino? Das kann passieren. Das solltest du nicht machen. Und weißt, aber gut, das könnte mir auch passieren mit diesem Film nicht und tatsächlich. Bin nicht ganz sicher. Immerhin, wenn du noch sturzbetrunken gesehen bist, kannst du nicht nur am Film schulden. Ja, gut, ich habe gerade gesehen, der geht 141 Minuten. Weißt du, das Schauen allein? Ich gehe dann nicht ins Kino. Ja, ich überlege mir das. Ich schaue dann irgendwann daheim. Ist gut. Yeah. Also, ja, das ist es im Fall. Ja, nein, das war es. Aber hey, für alle, die jetzt sagen, jetzt will man am besten und so, geht schauen, unbedingt. Ja. Unterstützt es, oder? Nein, ist es ja okay, wenn ihr das toll findet. Es ist ja auch schön, dass der Film so vielen Leuten Freude macht. Hey, das ist, absolut. Der Rest ist eine totale Geschmackssache, wie immer bei Filmen. Für wenn Kinos Freude ist das so wichtig. Auch. Das sind genau die Filme. Ja, also immerhin, was man muss sagen, sie sind immer auf dem neuesten Stand von der Technik gedreht. Der Rest ist künstlerische Interpretation. Mhm. So, also. Voilà. Haben wir noch irgendetwas vergessen? Ich glaube. Hey. Wir können uns auch noch mal bedanken für das Geschenk. Ja, das ich freue mich schon auf das, was wir in der nächsten Folge aufnehmen. Ich finde, das könnte auch Tradition werden. Wir kriegen jetzt jede Woche von irgendeinem Zuhörer oder Zuhörerin kriegen wir ein Geschenk und das machen wir dann immer auf in der Rückfolge. Da könnte sich einmal ein Fanclub von uns gründen und dann dienen sie gegenseitig so Wichtellösli ziehen, wer wenn Geschenk muss machen. Oh, nö. Ja gut, aber irgendwann geht es dann einfach los, dass sie anstatt so wie jetzt hier neue Filme, die wirklich cool wirken oder tönen, wahrscheinlich einfach so, oh shit, ey, komm. Anstatt dass ich hier den alten Film in DVD-Sammlung habe oder den Abfall, schicken einfach denen beiden drei Trottel. Also so wie wenn der Hulk wieder Police-Story-Film mitbringt. Ja, genau. Kannst du Bieruntersetzer? Ja, genau. Ja, das ist aber ein schöner Bieruntersetzer. Also nein, ist er nicht, aber wenn man ihn umdreht, geht es. Ich finde ihn schon noch recht glatt. Oder Sofa ausrichten, wenn es so halb ist. Vor allem die Figur schaut er immer so drin, als hätte sie gerade eine Flasche im Gesicht gehabt. Drauf. Vermutlich ist das auch so gesehen. Okay, also, das war es von uns. Rückblick Nummer 50. Noch einmal herzlichen Dank an Lukas und ganz herzlichen Dank an alle Veranstalter vom Kultetech. Es yes. ist richtig, richtig cool gewesen. Yes. Mega Gaudi. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und können wir Wrestling schauen am Samstag? Absolut. Und kaufen und trinken Uli-Bier. Da können wir nämlich auch Porto sparen. Bringen einfach Geschenke direkt uns vorbei. Dankeschön. Ja, voll. Man kann uns auch vor Ort Merch kaufen. Ja. Ist auch in Ordnung. Wir würden sogar sagen, hey, look, wenn wir kommen und wir würden gerne mal in diesem Sarg umwerben, wo wir ein Studio sind, wir werden sicher vorher schon hier einen Vorgelegen haben, können melden. Ah, das ist jetzt aber eine heikle Aussage. So, ja, wir lassen noch Leute rein, die Geschenke haben. Ja, wir müssen mindestens ein Bewerbungsvideo vorher haben.
Ja, genau. Tschüss! Okay, tschüss!